Guten Abend, wir sind das Ortett. Guten Abend, weiß ich nicht, wann ihr uns immer auch hört. Wir sind das Ortett, wir sind zu viert, deswegen Tett. Oder deswegen, weil wir über Hörspiele sprechen wollen, unser absolutes Lieblingshobby. Und da wir vier sind, wollen wir euch, wie auch in der ersten Ausgabe, vier Hörspiele vorstellen. Das heißt, jeder von uns hat eins mitgebracht. Wir sprechen dann darüber, also derjenige, der es vorstellt, stellt es vor, ist logisch. Und dann reden wir halt ein bisschen drüber. Vielleicht gibt es auch mal unterschiedliche Meinungen. Mal gucken. Und dann nach 15 Minuten ist Feierabend und dann kommt der nächste dran. Ja, das ist das Ortett. Und wir sind, wie gesagt, zu viert. Der Esel soll sich ja nicht zuerst nennen. Das habe ich das letzte Mal schön geflissentlich nicht befolgt. Deswegen sage ich jetzt, am anderen Ende der Leitung ist der Olaf. Hallo, Olaf. Hallo zusammen. Da ist noch der Markus. Hallo, Markus. Hallo. Und der Daniel ist auch noch da. Hi, hier ist der Daniel. Und wir haben noch den Martin, der sich nicht selbst nennen möchte. Oh, danke. Das war sehr schön, ja. Bitteschön. So wollte ich das haben. Dass der Name nicht genannt werden darf. Ja. Genau. So, Olaf ist der Zeitmeister mal wieder und ich würde sagen, wir fangen an, kurz und knapp, und es geht los. Ich fange an heute mit dem ersten Hörspiel. Olaf, drückst du irgendwie? Sagst du? Ja, irgendwas? Ja, ist schon alles passiert. Ist schon passiert? Oh je. Es läuft, deine Zeit läuft. Meine Zeit läuft schon. Alles in deiner Zeit. Okay, ich habe mitgebracht ein Radiohörspiel, eine Hörspielproduktion des WDR aus dem, ja, das Jahr ist noch jung, aus dem vergangenen Jahr, also aus 2017, Gesundheit. Und zwar ein Hörspiel von dem von uns immer sehr, sehr geschätzten Thilo Gosejohann, der uns absolute Granaten-Hörspiele schon abgeliefert hat, mit so einem satirischen Unterton meist, aber auch manche, ja, die so ein bisschen ernster dahergekommen sind. Er hat da immer so eine schöne, feine Linie gefunden, finde ich, eigentlich bei fast allen Hörspielen. Jetzt also das Hörspiel festhalten mit dem Titel Heil Ho, Let's Go. Allein der Titel ist schon sensationell. Ein Hörspiel mit Die Hitlers. Die Hitlers, ja, es ist wirklich so. Die Hitlers ist eine zumindest angedachte Punkband. Das Hörspiel spielt in einer gar nicht mal so weit entfernten Zukunft und das ist eine Mockumentary. Das kann ziemlich in die Hose gehen oder das kann ein total geiles Format sein. Wir haben auch beides tatsächlich schon irgendwie gehört, dass das in die Büchse ging oder dass das gut ausging. Hier ist das sehr, sehr schön gemacht und zwar steht im Mittelpunkt, es lief ja beim WDR, ein WDR-Moderator oder Journalist, der auf dem Weg zur Echo-Verleihung ist. Also man ist hier mit dabei mit dem Taxi und wird mit ihm quasi zur Echo-Verleihung kutschiert. Und er erzählt, um was es ihm geht. Es geht ihm nämlich um die Band Die Hitlers, die auf der Echo-Verleihung einen fetten Auftritt haben sollen. Zusammen mit Roberto Blanco. Ja, tatsächlich. Und im Taxi erfährt man halt schon so ein bisschen, was es mit dieser komischen Band auf sich hat. Das sind nämlich alles Klone von Adolf Hitler, deswegen die Hitlers. Und ja, die treten halt auch hitlermäßig auf, reden hitlermäßig und haben sich aber komischerweise die Namen von den Beatles gegeben. Und nicht nur das ist geklaut, sondern ihre Songs sind auch noch dreist geklaut, und zwar von den Ramones. Und so bekommen wir in diesem Hörspiel dann diese Fahrt zur Echo-Verleihung zu hören. Dann, das ist schon sehr, sehr satirisch überhöht, weil da eben auch reale Figuren eben zu Wort kommen, wie eben Roberto Blanco. Oder es wird mal kurz ein Ausschnitt aus Wetten, dass eingespielt, wo die Hitlers einen Auftritt hatten und unter anderem auf, von den Toten Hosen getroffen sind, der sich nicht mit ihnen auf eine Bank setzen wollte. Links und rechts, ne? Passt nicht so gut zusammen. Kalippo war es. Kalippo, danke, Olaf. Kalippo. Ja, und dieser WDR-Reporter will halt mal hinter die Fassade blicken, was zur Hölle es mit dieser Band auf sich hat, wo der Erfolg dieser Band herkommt und was um alles in der Welt diese Leute antreibt, als Hitler rumzulaufen und auf der Bühne den Kasper zu machen. Tja, wir lernen dann tatsächlich auch die Hitlers kennen und zwar landen die da bei der Echo-Verleihung, schlagen da mit so einem Panzer auf und die Fans drehen total am Rad und die Hitlers lassen erstmal die Fans so marschieren, eine Runde, und auf die Frage, also er fragt dann natürlich die Fans, was zur Hölle das denn soll, ob die nicht mal was von Nazi-Deutschland gehört haben. Ja, die finden das einfach nur total cool und total anti, weil die Eltern auch sowas dagegen haben. Insofern
ist das halt wieder diese schöne, feine Linie, dass alles halt so ein bisschen überdreht, aber nicht, es ist, ja, es ist schon völlig überdreht eigentlich, aber wenn man sich anguckt, wie die Gebaren so mancher Band sind und dieses Deutschtümelnde, was so um sich greift, dann ist das ja wirklich nur ein bisschen überdreht eigentlich. Also so ein bisschen, ja, die Zeit so ein bisschen weitergedreht und so ein bisschen ins Extrem. Ja, und schon haben wir so eine Satire, die halt einen ganz wunden Punkt trifft und da ist wieder das Ernste, aber halt das Ganze so hammerwitzig und unterhaltsam präsentiert, dass ich an vielen Stellen Tränen gelacht habe. Unter anderem, wenn die sehr, sehr geilen Songs der Hitlers ja eingespielt werden. So sensationelle, oh ja, so sensationelle Lieder wie Mein Opa war bei der Affen-SS oder Eva Braun. Panzerschokolade ist der. Panzerschokolade, auch schön. Oder bei Wetten, das haben sie Deutschland, 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 Deutschland als Lied gesungen. Auch ein sehr schönes Lied. Ja, und das Ganze nimmt halt immer noch absurdere Formen an. Es spielen dann nämlich dann tatsächlich der NSU noch mit rein. Und Helene Fischer taucht noch auf. Und sehr prominent auch Wallraff, der in diversen Maskeraden auch vor Ort recherchiert. Und so ist das ein Kuddelmuddel, ein Kunterbunter-Mix. Aber es wird halt tatsächlich trotzdem immer noch geschafft, eine Geschichte zu erzählen, die tatsächlich in irgendeiner Form spannend ist. Man bleibt immer dran, man will tatsächlich wissen, wie dieses Ding ausgeht. Bei manchen Satiren ist es ja dann so, dass sie so völlig überdreht sind, dass es einem dann irgendwann mal zu viel ist und man denkt, ja gut, und hat dann irgendwann mal so einen Schlusspunkt. Nee, hier wird tatsächlich eine Geschichte erzählt mit einem Spannungsbogen, so absurd der auch sein mag. Und wie gesagt, also ich fand das absolut Spannendste an dem Ding, erstmal die sehr gute Umsetzung. Am Regiepult saß Leonhard Koppelmann, da muss man sich keine Sorgen machen. Dann die Musik ist grandios von Tommy Finke, der sich das Ursprungskonzept dieses Hörspiels auch ausgedacht hat, von Thilo Gosejohann super umgesetzt. Und der Knaller ist halt, dass das eben nicht nur ein absoluter Klamauk ist, sondern dass das halt wirklich, finde ich, einen ziemlich wunden Punkt trifft und mir wirklich auch Sachen ins Bewusstsein mal gerückt hat, was denn teilweise passiert mit deutschen Symbolen und wenn man das eben alles ein bisschen weiter dreht, tja, dann landen wir bei die Hitlers. Und so fand ich das tatsächlich sehr, sehr gelungen und ich wollte das unbedingt so ein bisschen ins Bewusstsein rucken und das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Das gibt's immer noch im WDR-Hörspielspeicher. Hört euch das an. Wie ging's euch dabei? Jetzt sind wir alle platt. Jetzt sind alle platt? Ich hab genau wie du am Anfang gedacht, oh Gott, das kann aber auch in die Hose gehen, wenn man es jetzt zu stark überdreht. Aber das kann man ja gar nicht. Man kann es zu stark überdrehen. Man hat es auch total überdreht, aber es war trotzdem noch super. Und spätestens bei den Liedern habe ich mich auch kringelig gelacht, wenn die auf einmal anfangen und da Panzerschokolade ist der Hit. Also, oder wenn Wallraff sich als Leni Riefenstahl getarnt in den Backstage-Bereich schmuggelt, wo dann gerade, wie heißt der sich da reinschleusen will? Ein anderer. Ringo Hitler soll dann ausgetauscht werden. Das ist so bescheuert, aber das ist echt gut. Ja, ich fand das auch grandios. Also gerade diese Idee, es ist ja wirklich nicht, also es ist zwar stark übertrieben, aber es ist ja von der Idee nicht besonders weit weg. Also wenn man so an Bands wie Rammstein denkt oder an Freiwild, wenn man die mal zusammenschmeißt, dann ist man ja eigentlich schon fast da, wo die Hitlers sind. Setze also, noch in den Panzer, ja? Auch, ja, das ist also ist ja gar nicht, die einen nutzen die Symbolik, die andere haben die passenden Texte dazu und da ist jetzt nur noch, fehlt nur noch der Schnurrbart und dann ist man eigentlich soweit. Und heute, wo alles ja mit dem Argument, naja, wird man ja wohl noch sagen dürfen, geht, ist das alles tatsächlich gar nicht so weit weg, wie man vielleicht denkt. Und in 3-4 Jahren hat man vielleicht schon sowas, wer weiß. Also von daher fand ich das gar nicht so übertrieben und hat mich schon auch so ein bisschen erschreckt. Ja. Dass es halt tatsächlich nicht so weit weggeworfen ist, wie es klingt. Also es ist natürlich abstrus dargestellt, aber so inhaltlich, ja. Das meinte ich auch, dass mit dem, das, man befürchtet, ja. Das, was einem vom Augen geführt wird, ja. Also mich hat's tatsächlich auch erschreckt. Also deswegen, ich habe auch lange drüber nachgedacht und mich verfolgt das immer noch so ein bisschen. Und hat so ein bisschen so ein waches Auge oder waches Ohr in dem Sinne nochmal so hinterlassen.
Ah, jetzt muss ich leider reingrätschen. Also, ich fand es überhaupt nicht lustig. Oh no. Ich hab mich eher durchgequält, Echt? weil es mir einfach zu platt war und zu albern und zu. Also, ich hab generell so Probleme mit so. Ich mag auch dieses Er ist wieder da nicht oder Helge Schneider als Hitler oder so. Da habe ich massiv Probleme mit und ich fand es einfach nicht lustig. Ich fand, also die Songs waren okay, die Songtexte waren witzig, aber wir haben noch ein, zwei andere lustige Hörspiele heute Abend, wo ich mich durchaus mehr beömmelt habe und ich fand es einfach stellenweise nur platt und das war gar nichts für mich. Also ich bin froh, dass ich es gehört habe. Ich habe mal mehr davon erhofft, aber ich fand es überhaupt nicht lustig. Und Tut den mir leid, ich habe Realbezug? keine. Und den Bitte? Realbezug, das hast du nicht so empfunden. Das habe ich eher nicht so. Ich fand es eher, ja, dann zu. Und das sind auch so Platte mit Frauke Luder und mit, also so ganz einfach Platte Gag. Also es war mir nicht originell genug irgendwie. Dass man dann Roberto Blanco noch, Jörg Knörr als Roberto Blanco, das war echt nicht lustig. Tut mir leid. Also ich fand es wirklich nicht. Ich habe es dann durchgehört, weil es bloß eine Stunde war. Aber wenn es jetzt so ein Mega-Ding gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nach einer Dreiviertelstunde. Es sind ein, zwei derbe Gags drin, wobei ich da auch Probleme mit habe, wenn man dann so reale Dinge wie den NSU einbaut und dann kommt so ein Gag mit, wir wollen ein Wohnmobil und dann sagt der Uwe, ja, aber ohne Gasherd, weil der Uwe kann damit nicht umgehen und so. Also das sind dann so Gags, wo ich denke, ja, okay, das ist mir zu drüber dann. Dass was Realbezüge hat. Und da habe ich Probleme mit, also da habe ich echt, und es war wie gesagt nicht lustig. Wie gesagt, wir haben ja noch andere Hörspiele heute, die durchaus witzig waren. Aber das fand ich wirklich gar nicht gut. Also tut mir leid, da bin ich echt, das ist der Einzige, der da raus. Ich habe es erst vorgestern gehört und dachte, okay, ja, haben wir mal was gehört, was einem nicht so quält. Tut mir leid, Ja, aber es ist so. das ist doch super. Ja, Na, das ist doch genau super. sowas Ja. wollten wir doch eigentlich, ne? Ja. Ah, Ja, das ist wieder das. es ist ja auch eigentlich klar, es ist Humor und Das ich glaube, Minenfeld Humor, Humor ist ja. halt einfach das Schwerste, weil Ja. du findest keine vier Leute auf einem Haufen, die da alle Ja. gleich gut finden. Ja, das ist Ja, also das, eben, dafür sind wir ja ja, da. Eben, genau. genau. Geschmäcker sind verschieden und so. Und Was ich noch ergänzen würde gern, ja. und mich hat das gar nicht so schlimm überrascht, dass ich gedacht habe, auch hier, wir stehen mit Rammstein und Freiwild oder sowas, da sind wir gar nicht so weit weg davon. Was ich auch noch viel schlimmer finde, ist, was heißt schlimmer, wenn man sowas wie Serdar Sumuncu oder Böhmermann, die ganze Zeit auch nur mit den Bonker-Hits und so, die damit halt ihre Witzchen machen und auch auf dieser Welle so reiten. Und das auch exzessiv teilweise, dass das auch mit da reinspielt. Dass man nicht einfach nur sagt, wir haben hier dumme Nazis und das wird alles immer schlimmer in Deutschland, sondern dass man auch die andere Seite sieht, die Satire-Seite, die sich damit beschäftigt, die aber irgendwie das Rad auch mit weiterdreht. Ja, das Ja, ist auch, ja, diese. also es ist ja auch in der Presse so, dass zum Beispiel die Spiegeltitel, wo der Führer drauf ist, sich am besten verkaufen und so. Ja, so. Sowas kommt dann eben auch, dass das eben Hitler und Nazis und solche Geschichten halt so ein Publikumszieher immer noch sind. Ne? Und Ja. das kommt, kam da auch ein bisschen, stimmt. Also da muss ich auch dran denken. Und ja. Ja, das wäre ja eigentlich nicht schlimm, wenn das nicht mittlerweile in der Gesellschaft so etabliert wäre. Also ich weiß, in meiner Jugend, da war das halt immer, da war das halt auch immer präsent. Und ich weiß, damals war gerade die Hitler-Tagebücher, das hatte ja auch dieses Faszinierende, da war ja auch, alle waren ja dahinterher und fanden das total großartig, dass es sowas gibt und alle sensationsgeil hinterhergehechelt, aber es hatte immer so, man hat immer so einen Abstand dazu gehabt. Also es war immer so, das war auf jeden Fall bäh. Also das war, da gab es einen gesellschaftlichen Konsens und den gibt es halt heute nicht mehr. Und dadurch ist es, Ja. ja, ist Und es halt genau um das geht so es ja, eine oder? Normalität geworden und Ja. Salonfähiger. Ja. genau, Und ja. genau um das Ja. geht es doch, dass dieser Bezug Ja. verloren gegangen ist. Und ich glaube, das meinte ich mit Wunderpunkt tatsächlich. Diese Loskoppelung Ja. einfach, dass die stattgefunden hat und dass einem das mal wieder irgendwie bewusst gemacht wird. Ja, das Mittel Ja. Satire ist halt Satire, ja. Ja. Das Ja. spielt halt ins Humorfeld und Humor ist, ja, ist immer. Finde ich aber, gerade das finde ich halt immer spannend beim Ja, Humor. das ist dann halt noch so die, man hat ja auch selbst die Metaebene rein. Also man kennt das ja selbst quasi und macht es ja dann trotzdem. Also eigentlich kritisiert man sich ja Yes. auch Ja, selbst damit, ne? ja. Ja.
Sehr spannend. Schön, auch Mensch, was Kontroverses. Freue mich. Ich freue mich. Ich den Kontroversbutton. Hast du den noch da? Das ist der parat. Ist da ich glaube, der ist beim Umzug verloren gegangen. Kontroversbutton. Ja. Oh mein Gott. Ja, nee. Ja, Mai, es ist aber. Ja, Nee, das ist doch super. Ist halt so, ja. 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 Was sagt denn die Zeit? Wir hätten noch 35 Sekunden. 35 Sekunden. Kann ich noch irgendwas nennen, was ich noch jetzt sagen wollte? Jetzt sind es 33. Ich habe nur ganz kurz, habt ihr Familie Braun gesehen zufällig im ZDF? Ja. Bestimmt, oder? Ja. Das habe ich nämlich neulich erst komplett angeguckt. Ja. Ist das mit den zwei, die dieses Kind. Das schwarze Mädchen bekommen. Genau. Richtig. Ja, genau. Ja. Mhm. Fand ich auch dann habe ich es gesehen, ja. Fand ich grandios. So. Fand ich auch das schön. Wollte ich nur nochmal an. So ein Tipp am Rande. Es ist auch genau um dasselbe geht eigentlich. Ne? Aber, ja, ja, irgendwie schon. Palim, palim. Ja, palim, palim. Wir dürfen jetzt nicht mehr über Nazis reden. Nein. Ach nee, doch. Auch. Ach, reden wir über Afrikaner. Ja. Reden wir über Afrikaner. Genau. Dann fange ich jetzt weiter. Der Markus und ich habe die weiße Lilie mitgebracht. Die weiße Lilie ist zum ersten Mal aufgetaucht, ziemlich unvermittelt, Ende 2015. Hatte ich das mal im Postfach und das kam wirklich wie aus dem Nichts. Eine Thriller-Serie ohne Mystery, schon mal cool, ohne Geisterjäger, ohne Vampire und ohne Groschengrusel-Scheiß. Ist erdacht von zwei jungen Herren, Timo Kinzel und Benjamin Oechsle. Der Benjamin Oechsle hat ein Tonstudio in Hamburg, die Elevate Studios, und der Timo Kinzel ist Schauspieler. Die haben sich die Story dazu überlegt. Das ist wirklich was originär fürs Hörspiel konzipiert ist. Und dann kam eben 2015 die erste Folge raus. Es gab ein paar so Demo-CDs, aber eigentlich gab es nur als Download, zu Beginn auch nur bei Amazon und bei dem Label eigenen Shop. Und ich habe das jetzt sind mittlerweile 5 Folgen erschienen. Und seit dem letzten Jahr haben die mit Folgenreich Universal einen Vertrieb. Das heißt, es gibt es jetzt auf CD, offiziell bei Folgenreich. Und daher fand ich das gut, wenn man das nochmal sozusagen aus der Versenkung holt und das bisschen in die Erinnerung ruft. Das ist jetzt die erste Staffel dieser Serie. Das sind die ersten 3 Folgen in so einer CD-Box erschienen. Und es soll wohl auch weitergehen, dass dann immer A3 Folgen so Staffelboxen erscheinen. Die erste Staffel heißt Tödliche Stille und das Ganze spielt in 2 Handlungsebenen. Die erste Handlungsebene spielt in Afrika, im Kongo, wo wir einen Menschen treffen. Daniel Porter heißt er, von dem sich bald rausstellt, dass das ein Auftragskiller ist. Und der ist im Kongo auf der Suche nach einem Warlord, einem Rebellenführer, den er augenscheinlich ja beseitigen soll. Als Auftragskiller. Und dann gibt es noch eine Handlungsebene in Boston. Da lernen wir zwei Detectives kennen. Einen Henry Miles heißt er. Das ist so ein Klischee, alter, abgefuckter, versoffener, frustrierter Cop, der einen neuen Partner, so einen Rookie, so einen ganz jungen Henry Miles, der heißt dann Samuel Hayden, eben gesprochen von Timo Kinzel auch, der wie gesagt auch Schauspieler ist und in etlichen Hörspielen auch schon aufgetaucht ist, gesprochen wird, und die kommen dann auch gleich, das ist der erste Fall, ist eine Geiselnahme, die aufgelöst wird, ziemlich dramatisch, und dann kommt es zu einem Unfall, und der Unfall führt sie wiederum an den Ort eines Mordes, eines ziemlich grausamen Mordes, wo ein Afrikaner gefunden wird, der auf grausame Weise ermordet worden ist, und bei dem Afrikaner finden sie einen Brief, und der Brief führt sie dann eben wieder zu dem wieder zum nächsten Rätsel, also spielt dann rein in Folge 2, wo dann quasi der Brief entschlüsselt werden muss. Und währenddessen schwenken wir aber auch wieder zu dem Auftragskiller, der seinem Auftragsziel immer näher kommt, aber auf dem Weg dahin eben auch einige dramatische Erlebnisse hat, und man darf nicht zu viel verraten, weil sonst ist die Spannung weg. Also es ist dann aber halt so, dass am Ende von Staffel 1, also nach der 3. Folge, es klar wird, dass es Verbindungen gibt zwischen dem Auftragskiller und zwischen den beiden Detectives und eben zwischen den Fällen, die in Boston passieren, und den Fällen, die in Afrika passieren.
Genau, und ich war damals von der ersten Folge schon total begeistert, weil die eben soundmäßig wirklich einiges hermacht. Die hat eine Wahnsinns-Soundkulisse, erinnert von der Atmosphäre her von Beginn an Gabriel Burns. Schon wenn man das Titelthema hört, ich habe dann mal den Timo Kinzel getroffen auf der Leipziger Buchmesse und konnte ein kurzes Interview machen mit dem. Und da meinte er eben auch, dass Gabriel Burns einer der Hauptimpulse war, überhaupt Hörspiele zu machen. Und man merkt es, dass es Burns ziemlich, aber ohne übersinnliche Elemente, was auch sehr erfreulich ist. Keine Geisterjäger, keine Dämonen, gar nichts, sondern es hat eher so ein Politthriller Touch, also wer so Romane von Jeffrey Deaver oder von, weiß ich nicht, wer sowas mag, oder Filme nach den Büchern, der wird sowas eher mögen. Und die Soundkulisse ist wirklich sehr detailliert. Das merkt man vor allem in so Szenen, die mal fragen, seid ihr noch da? Ja, Ja, alles gut. ihr Okay, lauscht alles klar. an. Wir lauschen. Telefon brummt gerade so komisch. Okay, alles klar. Genau, vor allem in so Szenen, die in Afrika spielen, hat man sich wirklich die Mühe gemacht oder den Aufwand betrieben, dass man zum Beispiel bei einer Taxifahrt, die da durch den Ort geht, wo der Daniel Porter ist, hat man dann wirklich afrikanisches Radio im Hintergrund. Man hat für die afrikanischen Figuren auch Native Speaker genommen, größtenteils, also afrikanischstämmige Schauspieler, was einfach sehr, sehr toll klingt, und man hat sich da wirklich sehr bemüht. Und wenn es um spannende und Action-Szenen geht, hat man auch wirklich, ist man auf dem absoluten Stand, Top-Stand der Technik und der Dinge. Und die Story ist wirklich ja, spannend und abwechslungsreich und eben mal was anderes, weil kein Holmes, kein Sinclair, kein Geisterjäger, kein Groschengrusel, kein Pastiche mit irgendwas, kein Lindgren und Lovecraft oder sowas. Also was ganz Eigenständiges. Und jetzt war das eben der Grund, dass ich das nochmal rausgeholt habe, weil eben jetzt im Ende Januar die zweite Staffel auf CD veröffentlicht wird, sondern auch sehr schmucke Boxen, die da jetzt machen. Und das ist das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil eben, als ich das Gespräch mit dem Timo Kinzel hatte, ging es eben darum, ja, sie haben sich vorgenommen, maximal 30 Folgen zu machen. Und ich habe halt ein bisschen die Angst, dass, oder es wäre schade, wenn das jetzt auch so ein Ding wäre, was dann nach 12 oder 15 Folgen mitten im schönsten Lauf eingestellt würde, weil es keine Käufer findet oder weil es eben keinen Nachschub gibt oder so. Aber ich denke, dass jetzt, nachdem die den Vertrieb jetzt haben mit Folgenreich, dass sich da einiges tun wird. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mal in Folge 4, habe ich noch gehört, also es geht spannend weiter, und ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel. Genau. Also für mich eines der vielversprechendsten Projekte so der letzten paar Jahre. Genau. Und wie hat es euch denn gefallen? Ich würde mich sofort dir anschließen und sagen, ja, mir ging es genauso. Das hat mich völlig überrascht. Das habe ich irgendwie auch lang vor mir hergeschoben, weil ich da irgendwie nichts mit anfangen konnte, bis ich dann die erste Folge gehört habe und dann wirklich hin und weg war und völlig platt war. Einmal die originelle Story, von der man ja wirklich nur bruchstückhaft am Anfang immer nur so Bröckchen mitbekommt und das irgendwie nicht einsortieren kann, aber das allein durch die. Ja, durch diese Atmosphäre dieser zwei Orte, um die es geht, das fängt einen einfach sofort ein. Und gerade diese Authentizität, das ist der Knaller. Also man ist da wirklich vor Ort. Das haben sie wirklich super gemacht. Dann sehr gut dosierte Mischung aus Ruhe und aus Action, finde ich. Die Action-Parts sind teilweise, finde ich, sensationell inszeniert. Also mit Kopfhörer, da fliegt, also. Was mir nachhaltig in Ja, Erinnerung das geblieben ist, ist das, würde ich. ist diese, na, dieser Rebelleneinfall. Das war der Hammer. Also da hat es mich hin und her gerissen tatsächlich. Da sind mir die Kugeln um die Ohren geflogen. Ja, fand ich großartig. Dann dickes, fettes Lob. Passiert sehr selten, dass mir ein Titelthema nicht mehr aus dem Kopf geht und so dermaßen hängen bleibt und so mit dieser Serie verschmilzt. Sensationell. Also grandios, ein simples Thema mit ein bisschen, was ein bisschen speziell klingt, ganz toll arrangiert und schon hat man ein grandioses Titelthema. Also das ist allerhöchstes Lob, was das anbelangt. Das ist sehr schnell, ist sehr kurzweilig und man will immer wissen, wie es weitergeht. Und also ich bin absolut angetan davon. Und dickes Lob an Marc Bremer als Erzähler.
fand ich ein super Erzähler. Auch wie das geschrieben ist, wie der Erzähler in die Geschichte reingeschrieben ist. Ist auch wie eine Blaupause. Macht das bitte so, ihr Hörspielmacher. Hört euch das mal an. Wenn schon, ja. Ja, wenn schon. Wenn bitte, musst, bitte ja. So. Wenn Erzähler, dann so. Teilweise auch ganz spannend wird im Nachklapp, also kommen erst Geräusche und wird im Nachklapp nur so ein bisschen durch Andeutung gesagt, was gerade passiert ist, wenn man es nicht so hundertprozentig einsortieren kann. Wirklich nur ganz leicht und ganz sacht. Toll, ganz toll. Und Marc Bremer macht das halt so, dass er so einen Ton hat, dass er involviert ist in dem Geschehen. Das mag ich bei, bei guten Erzählern, wenn sie das irgendwie können. Dass das nicht so eine. Ich bin auch großer Fan von Stefan Benson. Den hört man selten in Hörspielen. Leider, das ist einer meiner absoluten Hörbuch-Lieblinge, Hörbuchleser. Und der ist auch, wobei man bei diesem diese Cop-Geschichte schon jetzt so Klischees bedient. Also der einerseits der alte, abgefuckte Cop und dann halt der Rookie, der alles neu und besser machen will. Aber wenn es gut gemacht ist, dann ist es vollkommen okay. Und ich finde, die beiden sind. Ja, die Chemie stimmt total zwischen den beiden. Sehr cool in ihrem Zusammenspiel. Und ja, und, es wird halt. Ja. Ziemlich tragisch dann auch und es sind auch teilweise heftige Sachen einfach dabei. Also da geht es um Folter und um Morde und um sonst was. Also es ist nichts für, nicht von Pappe so. Und, ja. Und vielleicht macht es das noch krasser, dass es eben keinerlei übersinnlichen Hintergrund gibt. So. Das wäre genau mein Fazit gewesen. Menschen was antun, ja. Bitte? Ja, das wäre genau mein Fazit gewesen, was du gerade gesagt hast, dass das einfach so greifbar wird, dadurch, dass das es ist nicht so weit hergeholt, das ist alles irgendwie direkt nachvollziehbar und dann mit dem mit dieser Klangkulisse auch direkt so, dass man unmittelbar drinsteht, dass die Geschichte ja eher vergleichsweise einfach gestrickt vielleicht, wenn man jetzt mal diese ganzen Plot-Twists aus anderen Thrillern, wo man nochmal was passieren muss und dann muss nochmal was passieren und hier nimmt man sich auch die Zeit, dass so eine geradlinige Geschichte einfach gut zu erzählen oder was das ausmacht, ist ich fand es auch super. Ja. Ja, also dann, wenn ihr jetzt schon alle lobt, ich will mich jetzt auch noch mit dem Lob reinhängen. Ja, doch, okay, gut, ich lobe dann mit. Nee, wir sind nur, also ich würde jetzt auch sagen, mich hat das Klischee ein bisschen gestört, aber auch nur, weil das Afrika-Thema ich so spannend fand und ich es dann ein bisschen lame fand, dass man halt diese wirklich ja typischen amerikanischen Ermittler, also auch gerade noch so dieser alte Bärbeißige mit dem jungen Kollegen, die sie am Anfang nicht verstehen, das ist so ein viel zu viel genutztes Klischee. Also da hätte ich mir schon ein bisschen ähnlich Originelles erwartet, dass es dann von der Atmosphäre her super ist. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Also mir geht es nur um das Klischee. Also das hat mich ein bisschen gestört. Und Herr Martin schon eben erwähnt hat, das Titelthema, das finde ich auch richtig klasse. Allerdings ist es mir als Titelthema am Anfang viel zu lang. Also ich hätte es schöner gefunden, man hätte da so was Kurzes, Prägnantes gehabt. Also nur so eine Sequenz daraus und das dann am Ende halt eben lang ausgespielt. Also ich finde es ein bisschen, es dauert mir zu lange von diesem Einstieg in die Folge, dann über dieses Titelthema, das geht ja über eine Minute lang und erst dann geht es mit der Story weiter. Also ich will dann lieber mehr schnell und Story haben. Und wenn die Story dann rum ist und ich habe irgendwie meinen Cliffhanger oder sowas, dann kann ich mir auch gerne noch mal so zum Runterkommen noch mal anderthalb Minuten sowas anhören. Nein. Doch. Nein. Ich mag Doch, das. Ich mag das. Wenn es ein gutes Titelthema Echt? Ist, dann soll dem auch Platz gegeben werden, weil das so ein Pod, also ist so wie so ein Toröffner für mich. So ja, aber das kann ich, aber wenn es drei Folgen sind, ich habe das dreimal, bei einem Einzelhörspiel lasse ich mir das gefallen. Aber wenn ich jetzt schon zwei, drei Monate auf die neue Folge warte und die kommt dann raus und ich höre die dann und kriege dann 5 Minuten Hörspiel und dann kommt anderthalb Minuten erstmal Musik. Ja, man hätte vielleicht... Ich habe da keine Geduld für. Ich bin auch schon im Alter, wo ich jetzt nicht mehr so lang warten kann. Für mich rennt die Zeit verrennt, ja. Die Einschläge kommen näher. Ich kann mich jetzt nicht mit anderthalb Minuten Klavier und Geigengedöns aufhalten. Das geht einfach nicht. Man hätte vielleicht, wenn diese Boxenveröffentlichung schon länger geplant gewesen wäre, hätte man ja auch jetzt für diese Boxen am Anfang von Folge 1 das Thema und dann hätte man die anderen zwei einfach ohne Thema laufen lassen. Aber nachdem es halt als Einzelfolgen konzipiert war, hat man es halt, denke ich, so gemacht. Und ja, aber ich finde das jetzt auch okay und das Thema finde ich ganz klasse. Und ja, erinnert auch so ein bisschen an Gable Burns eben. Mhm. Ja.
Ja, Also erinnert unbedingt der durch Kauftipp. die Dings, er hat mich auch an Blauer Planet erinnert, an Ja. der, ich weiß nicht mal, ich komme nicht mehr auf die Serie, die ist auch so, das war auch so ein Ding, was auf mehrere Folgen ausgelegt war, kam, glaube ich, nur zwei oder drei. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Was denn Auch so, auch Mystery so. oder? Ja, das wusste man, glaube ich, nicht so genau. Weil soweit kam die Serie, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gab noch zwei Das war Folgen. so Mystery, man wusste nicht, ob es überhaupt Ja. Mystery war. Leider hupt es jetzt auch. Okay. Da muss ich schon mal überlegen, wie das hieß. Überleg mal. Ich überlege mal. Geh mal in mich. Das. So. 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 Nächstes Ding. Schlag auf Schlag geht's weiter. Hau Ich rein. übernehme mal. Ja, und ich habe mir rausgepickt, noch bevor ich es gehört habe, aber allein weil ich schon gedacht habe, die Ankündigung reicht eigentlich und auch das, was dann so drüber zu lesen war. Kilroy Was Here, Staffel 2, habe ich mir rausgepickt. Eigentlich kann man das gesamte Ding dann in einem Betracht mit Staffel 1 noch zusammen. Worum geht es da? Ich fange mal an mit Staffel 1 vielleicht kurz. Der SWR hat, war das vor 2 Jahren jetzt, einen Vierteiler gemacht mit im Tandemformat, das heißt nette knappe Halbstünder, die hier auch immer gern gehört werden, und hat da reingepackt eine Geschichte um Kilroy, den titelgebenden, ja, sagen wir mal, Helden, oder ehrlich gesagt, es ist einfach ein Superschurke, der dann eigentlich alle an der Nase herumführt, überhaupt nicht zu fassen ist, keiner weiß so ganz, was er will, und am Ende kriegt er auch das, was er will. Aufhänger ist tatsächlich dieses Graffito, was man früher gefunden hat, Kilroy Was Here, im Zweiten Weltkrieg, wenn ich das jetzt richtig weiß, ohne jetzt zu schlau hier gefährliches Halbwissen teilen zu wollen. Wir verfolgen das Ganze dann aus Sicht von einem Europol-Ermittlerteam mit dem Fazit: Kilroy schafft am Ende der ersten Staffel sehr viel deutsches Gold in seine Hände und ist abgehauen. Und die zweite Staffel beginnt dann nochmal eine Ecke größer. Also was jetzt anders ist, man hat dann diesmal 6 Folgen produziert und startet in der Bilderberg-Konferenz. Sagte mir vorher gar nichts. Das ist so eine Konferenz von hochrangigen, wichtigen Leuten, Politikern, was auch immer. Und da findet dann ein großes Attentat statt. Ehrlich gesagt werden dann, glaube ich, so 100 Leute mal gefangen genommen, mit Sprengstoffgürteln ausgestattet. Und dann stellt Kilroy wieder lustig seine Forderung, wie das auch in Staffel 1 war. Jetzt stellt sich für mich ehrlich gesagt die Frage, wie viel will man jetzt verraten vom Inhalt? Weil die Serie oder ja, diese 6 Teiler, richtig ist, man muss am Stück hören, man muss auch komplett hören, Einzelfolgen bringen da gar nichts. Das lebt davon, dass man eben nicht weiß, was als nächstes passiert. Weil man stolpert sich von einem, sag mal, Verschwörungstheorien spielen eine ganz wichtige Rolle oder so. Ungeklärte Mythen der Weltgeschichte spielen da immer wieder mit rein. Wie lange lebt Kilroy schon? Was ist er genau? Wer ist er? Sind das mehrere Personen? Ist das eine? Wo operiert er? Und vor allem, was ist am Ende? Immer wenn man denkt, ah, jetzt weiß man den, jetzt kennt man den Beweggrund oder jetzt weiß man, was er eigentlich will, dann weiß man es eben nicht, weil dann wird es halt nochmal auf links gedreht und man findet wieder was Neues raus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Ermittler aus Teil 1, Name ist entfallen. Und zwar war das der. Nee, komme nicht drauf. Ja. Ja, irgendwas mit Juve. Ju, glaube ich. Juve? Juve. Juve, Juve. ja. Juve. Juve. Mhm. Hat jetzt eine andere Kollegin und zwar aus der Schweiz. Das hat Die Frau wahrscheinlich. Messerli, die kann ich mir merken. Messerli, Die ja. Frau Messerli. Messerli, genau, ja. War das bedingt, ihr habt ja schon, Olaf und Martin, ihr durftet ja schon interviewen, den großartigen Autor. Hat das damit zu tun, dass der SRF da jetzt mit im Boot war? Wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, Ja. Dass die es und mitproduziert Robert haben. Weber kannte jemanden, der Messerli Genau. heißt. Ja, ist noch schöner. Also er ermittelt jetzt Schweizer, wie nennt sich das? Officer, Europol Officer mit Juve dann zusammen. Ja, es geht um, oh wei, worum geht es denn alles? Um die Mona Lisa. Es geht um Die Bach. Bach ist sehr Paul zentral. McCartney. Ja. Paul McCartney ist auch sehr wichtig. Ja, Das ja. Internet. Es geht um Das Internet. das Internet. Die Da kommen. Vinci. Der Mond wird auch kurz mal angerissen. Das fand Ja. ich so eine super Halbminute-Szene. Die war, die musste irgendwie kommen. Ich fand sie sehr schön.
Und das geht Schlag auf Schlag. Das ist ähnlich wie die erste Staffel. Oder es setzt einfach noch mal ein Krönchen drauf, weil einfach mal überall noch mal eine Schippe nachgelegt wurde. Das heißt, das Ausmaß ist noch mal größer. Wir haben jetzt 6 Folgen anstatt 4, fand ich auch sehr schön. Und die gehen trotzdem vorbei, ohne irgendwie zäh zu sein oder das Gefühl, dass man da jetzt eine Füllfolge erzählen wollte oder sonst was. Also da sind ohnehin die Ideen drin. Die Geschichte ist am Ende trotz der sehr, sehr vielen Verstrickungen in alle möglichen Bereiche trotzdem noch irgendwie rund. Ich glaube, man darf ehrlich gesagt nicht groß hinterfragen, bei was da jetzt alles wie und wo. Aber davon leben so Verschwörungstheorien auch, dass man zwar immer sowohl Beweise oder Hinweise dafür als auch dagegen findet oder finden will, wenn man es denn darauf anlegt. Und so spielt das Ding hier halt immer ganz, ganz viele Sachen verzahnt das ineinander und erzählt dann am Ende wirklich eine spannende Geschichte mit einem tollen runden Ende. Also ich kann da ehrlich gesagt, außer das, was mir bei Staffel 1 schon ein bisschen nicht so gefallen hat, war ehrlich gesagt das Tinnenlied. Sonst bin ich rundum glücklich. Das finde ich mega. Ja, ich finde auch super. Ich finde das so das geil. Das Englisch in dem Gesungenen, das klingt so, ich weiß nicht, ne, das ist doch so. Ich bin ja. Aber davon ab, ich meine, daran hänge ich jetzt ja kein gut oder schlecht auf, ob mein Geschmack mir sagt, das Lied ist irgendwie oder nicht. Ansonsten ist das echt ein tolles Ding. Aber das kann ich absolut ins Herz geben. Bitte? Das geht gut ins Ohr. Das ist auch, das bleibt doch drin. Mhm. Gut, das sagt man bei Opus Live is Live auch. Ich will also nicht reisen. So. Morgen Ohrwurm gehabt von Roxette, Sleeping in My Car. Das geht auch ins schön. Das gut, dass es nochmal erwähnt. Kann ich dann, kriege ich dann vielleicht dann Opus dann wieder weg. Schnell wieder an Rod Stewart denken. If you ja, jetzt seid ihr aber gerade Olaf und Martin, habt ihr schon wirklich auch schon noch mehr Hintergrundwissen. Das Interview durfte auch jeder hören, wer will. Und ich habe es auch gehört, aber auch wieder viel. Oder die einzelnen Details sind wieder weg, aber es war auch eine tolle Geschichte dahinter. Also wenn man sich diesen Sechsteiler gönnt, was man unbedingt machen sollte, dann auch bitte gerne beim Warcast nachhören, das Interview von euch beiden. Ja, das war wie immer sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr erhellend, gerade in dem Moment, wie die Entstehungsgeschichte von dieser Staffel war. Ja. Ist auch sehr, sehr abgefahren. Versteht man. Also, und man versteht sehr viel mehr dann. Wenig um die Inhalte, weil Robert Weber zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen haben, ja noch gar nicht viel sagen wollte und durfte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fertig, oder? Er hat es noch nicht gehört, weil die irgendwie noch in der Mischung waren oder so. Das war ja Ende November und Anfang Dezember kam es ja schon. Also die ersten Teile kamen, glaube ich, am 5. Dezember, sowas in dem Dreh. Keine Ahnung. Also, ja, da kamen die ersten drei und dann die letzten. Achso, was ich noch auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, das Ding kommt auch nochmal beim SRF im Februar. Wollte ich unbedingt darauf hinweisen. Habe ich nämlich heute mit. Okay. Der netten Renate vom SRF, liebe Grüße, drüber gesprochen. Ja. Ist aber noch zum Download oder? Ist auch noch zum Download, ja, klar. Ist doch nachvollbar auch im SWR sein. Aber es wird auch beim SRF dann zum Download sein, also dann ist es auch länger verfügbar. Genau, da kann man das auch, weil ich glaube, SWR stellt das immer nur ein halbes Jahr oder ein Jahr zur Verfügung. Und bei SRF bleibt es eigentlich dauerhaft. Dann haben wir hier auch wieder die Beatles, ne? Ja. Ja. Das ist ja meine Lieblingsverschwörungstheorie überhaupt, weil ich die so genial abstrus finde und trotzdem ist da so viele so kleine Dinge gibt, also es hat ja schon Ausmaße wie die Mondverschwörung, also was man alles aus dem Abbey Road Cover rauslesen kann, ist grandios. Das ist das der eine. Ich hab echt Billy Schiers gegoogelt dann. Ja. Genau, und dann da wirst du ja erschlagen, oder? Und dann fand ich das auch so cool, dass einfach man so viele angerissen hat von diesen Verschwörungstheorien und dass halt der Kilroy immer für alles und jedes eine Theorie zur Verfügung hatte. Also der kam halt immer hier aus der Pistole mit der nächsten, wissen Sie nicht, dass dies und dies und wissen Sie nicht, dass die Mondlandung so und so. Und das fand ich eben auch sehr, dass man da auf so eine lockere Art mit diesen Dingen umgegangen ist. Also das ist so wie
Offenbarung 23 hätte werden können, vielleicht irgendwann ja, mal. Ja. Ich glaub, das war, glaube ich, das Fazit damals zur ersten Staffel, kann ich mich nur erinnern. Ja, oder wie ich es mir wünschen würde, dass man, genau, und ich fand auch sehr cool, also was ich sehr geil fand, war die erste Staffel, dass die ein bisschen kürzer war. Und ich fand halt auch cool, dass man, ich musste an Glashaus denken zum Beispiel, dass man bei Glashaus oder bei so anderen Geschichten die Hauptfiguren immer mit irgendwas belädt. Da hat der eine hat dann irgendwelche Traumata aus der Kindheit oder hat eine Zwangsprostituierte als Schwester, die er retten muss und so. Und in dem Hörspiel gibt es das gar nicht. Und das fand ich so cool, dass die Leute einfach nur reingeschmissen wurden. Und jetzt müsst ihr die Aufgaben lösen. Ihr müsst euch jetzt darum kümmern, dass eben die Welt nicht untergeht. So. Ja. Und das Geilste war dann in der zweiten Staffel, da kommt Jens Wawracek vor. Der spielt dann eine wichtige Rolle. Und der sagt dann irgendwann, weil dann der Juve so eine Hintergrundgeschichte bekommt, also so eine aus seiner Vergangenheit. Und sagt der Jens Wawracek irgendwann, müsst ihr blöden Polypen eigentlich immer von eurer Vergangenheit reden, um einen Fall zu lösen? Das fand ich so geil, weil eben die zweite Staffel wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen länger ist, weil der eben so eine Hintergrundstory, die ganz okay ist und die jetzt auch ganz witzig ist. Und das fand ich so cool, dass man das mal so aufgegriffen hat oder auf so eine Art und Weise einfach, wir sind jetzt einfach da so Ermittler und wir müssen jetzt schauen, dass wir das irgendwie lösen können. Und ohne da liegt aber Robert Weber, glaube ich, auch viel dran, diese eigene Autorenart so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Also dass man also mit so bestimmten Werkzeugen immer wieder arbeitet. Und er hat ja auch ganz viele Anspielungen zu anderen Serien mit drin und so. Also das ist ja auch für so Nerds wie uns ist das ja ein gefundenes Fressen, wenn man an jeder Ecke an irgendwas erinnert wird. Also sei es an Sherlock oder sonst irgendwas. Das ist ja, das spielt ja auch, schwimmt ja auch immer mit dir, genau. Ja. Also auch, es wird auch viel homagiert. Und das schöne Wort mal wieder anzubringen. Ich fand es wirklich auch grandios und auch und eben zur Abwechslung mal sehr amüsant. Also ich habe mir wirklich, ich fand es sehr lustig und es hat mir eben ein, zwei Mal wirklich zum Klicken animiert, zum Googlen irgendwie. Ja. Und diese McCartney-Geschichte ist ja wirklich vollkommen irre. Und aber eben wie es halt eingebaut wird, ist sehr, sehr originell. Ja. Ich konnte auch sehr viel mit Ursula von der Leyen anfangen. Das fand ich auch. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja. Ja, das ist schon. Ist jetzt schön. Gerade wenn man so Verschwörungstheorien, wenn man sich zu lange damit, also ich bin jetzt auch kein großer Offenbarung 23-Hörer, aber ich glaube, wenn man sich da zu stark reinsteigert und dann nochmal und noch hier, außerdem hat der auch noch gesagt, das stimmt. Und wenn man das guckt und da, nee, es wird alles nur angerissen und dann aber schon wieder so schnell zum nächsten geschaltet, man hat überhaupt keine Zeit nachzudenken, stimmt das jetzt oder ist das Quatsch? Nee, man wird einfach mit der Tatsache stehen gelassen und dann akzeptiert man die auch so, weil sie ja dann wieder mit dem nächsten Ding, mit dem man sich beschäftigen muss, was dann noch abstruser wird, konfrontiert wird. Und das ist das Schöne. Ja, ich weiß es, deswegen weiß ich, bei der Serie habe ich mir auch schon gedacht, es wäre eigentlich gut, wenn man die tatsächlich so, wie sie ausgestrahlt wird, also immer schön in Bröckchen hört, damit man so Zeit hat, nach jeder Folge sich das Ganze ein bisschen aufzuarbeiten. Und so die Hintergründe nachzutauchen. Weil sonst ist man tatsächlich so, alles, was in der ersten Folge ist, hat man nach der Folge 3. Also die ganzen kleinen Details sind dann schon wieder weg. Also ich würde fast dazu raten, das in wohldosierten Häppchen zu hören. Ich habe das über einen Tag verteilt gehört. Also tatsächlich morgens eine, dann mittags zwei und abends dann den Schluss, weil ich auch nicht mehr Stopp drücken konnte. Ja. Aber deshalb ist, wie du sagst, ist auch so viel schon wieder weg, weil es sich halt überschlägt. Ich musste es durchhören, ich konnte nicht anders. Das war, war zu unterhaltsam, es ging nicht anders. Ja. Und jetzt weiß ich auch, was Robert Lieber gemeint hat, dass das so abgefahren ist. Wenn du das Ding ja schon komplett auf dem Player hast, dann hörst du es auch. Es geht nicht, es geht aber nicht anders. Und dann liest du, wie der nächste Titel heißt. Die Titel waren ja auch so geil. Ja. 8 von 8 war auf jeden Fall dabei. Blackout. Return to Castle Wolfenstein, stimmt, die spielen ja auch Wolfenstein. Watson. Ja. Und die Konferenz ist zuerst. Ja. Also, ja, mich hat diese Buntheit fasziniert. Also, wie bunt dieses Ding daherkommt. Und was ich auch großartig fand, ist, also auf einmal, wie kurzweilig das ist, aber auf der anderen Seite, wenn man vom Schluss her zurückdenkt, wie sich dieses Puzzle aufdröselt. Also, das ist toll geschrieben. Also,
Großartig. Jetzt wäre die Frage, ob es da noch eine dritte Staffel irgendwann geben kann. Ob man es nochmal schaffen würde, das, was jetzt eh schon so verzwackt ist, da nochmal einen nachzuschieben, das, was nicht komplett falsch wäre dann oder so, wo es zu viele Lücken gibt oder Storyfehler. Keine Ahnung, aber ob es da eine dritte Staffel geben wird. Mir würde aber schwerfallen, einzufallen, was er noch haben möchte. So. Also was jetzt sein nächstes Ziel doch werden könnte. Achso, für Kilroy, die nächste Motivation, ne? Ja, doch, das wäre schön. Ja, welche Motivation er jetzt noch hat. Und er hat ja am Schluss von Staffel 2 einen total verrückten Plan. Also das wäre jetzt schwierig, da sich eine neues Ziel für ihn nochmal auszudenken, ja. Klingeling. Klingeling. Achso, das ist der Stopper. Ich dachte, die rufen mir an oder so. Alles klar, nein. Wunderbar. Schön. Ja, anhören. Ja, das war jetzt auch sehr deutliche Empfehlung. Mhm. Ja, auf alle Fälle. Genau, gibt es als Podcast und so. Und in der Audiothek gibt es. Ja, Links haben wir dann auch alles. Packe ich dann auf die Seite. Ja, dann kämen wir zum letzten. Und das ist jetzt mal was ganz anderes. Und zwar habe ich beim RB entdeckt, also Radio Bremen, da lief ein neues Hörspiel von Jan-Georg Schütte. Der ist mir ja vor einigen Jahren mal aufgefallen, weil er das Hörspiel Altersglühen produziert hatte, auch für Radio Bremen damals. Und das hatte so einen besonderen Charme, weil man in diesem Hörspiel improvisiert hatte. Und seitdem ist mir Jan-Georg Schütte ein Begriff und habe ich immer ein Auge drauf, wenn er was Neues macht. Und er hatte damals Altersglühen dann auch, nachdem er es als Hörspiel hatte, fürs Fernsehen produzieren dürfen und hat dann anschließend auch fürs Fernsehen ein Stück mit einem Paartherapeuten gemacht. Und das lief dann auch irgendwie so im ersten Mittwochsabends. Und jetzt gibt es quasi den Paartherapeuten auch fürs Hörspiel. Und zwar bringt er das in 3x3 Episoden. Und zwar gibt es drei Ehepaare, die den Paartherapeuten Klaus Granitz, so heißt der gute Mann, aufsuchen und ihre Eheprobleme schildern. Und jedes dieser Ehepaare hat drei Sitzungen Zeit. Das kostet einen relativ deutlichen Betrag. Ich glaube, 1500 Euro war das Thema für diese drei Sitzungen. Und sobald die Sitzung erfolgreich sind und die Ehe gerettet ist, bleibt das Geld bei Granitz, ansonsten kriegen die Leute das Geld zurück. Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr vagen Geschäftsmodell, aber die drei Hörspiele zeigen, so blöd ist das Ganze gar nicht. Und diese drei Ehepaare haben relativ typische Probleme, die es in so Ehen gibt. Also das ist jetzt gar nicht mal so, dass man denkt, so von der Ausgangssituation, das ist jetzt besonders fürs Hörspiel bunt gemacht. Nee, es wird dann allerdings sehr bunt. In allen drei Fällen, die es gibt. Es gibt das Ehepaar Lagarde, die als erstes kommen und so das typische Problem haben, dass sie sich so ein bisschen auseinandergelebt haben und nicht mehr so wild aufeinander sind. Und da gibt es dann die Empfehlung eines Rollenspiels. Beim zweiten geht es dann ums Fremdgehen, das potenzielle Fremdgehen und das vielleicht auch auszuleben. Und in der dritten und letzten Folge, das ist dann wieder so ein besonderes, da geht es eigentlich ums liebe Geld, beziehungsweise um die Frage, wer bringt das Geld nach Hause und wie lebt der andere damit? Und da gibt es während dieser drei Sitzungen eine deutliche Verschiebung und das macht das Hörspiel dann insbesondere spannend. Was ich toll fand, war, dass man eigentlich die drei Hörspiele zwar getrennt voneinander hören kann, aber die gehören insbesondere wegen dem letzten Hörspiel, wegen dem Ausgang des letzten Hörspiels irgendwie zusammen, weil die Genialität des letzten Hörspiels funktioniert eigentlich nur, wenn man die anderen beiden davor kannte. Und das ist ein wirklich guter Kniff. Was mich besonders überrascht hat, war, dass das Ganze improvisiert ist. Also man hat zwar den Plot, denke ich mal, skizziert, was passieren sollte, aber die Texte sind nicht aufgeschrieben, sondern man hat die im Studio dann zusammen improvisiert. Und das fand ich dann schon beachtlich, wenn man das hört und das wirklich wie spitzfindig und wie clever das gesetzt ist. Und ich war da richtig angetan. Ich fand das bösartig originell, weil das wirklich mal was war, wo eben
kein gängiges Klischee aus der Hörspielwelt auftauchte. Es war grandios geschauspielert, also Jan-Georg Schütte spielt auch selbst den Klaus Granitz, den fand ich so super. Der hat so eine schöne Coolness, so eine Lockerheit und ich kann mir den auch bildlich da so sehr gut dran vorstellen. Das funktioniert großartig. Die Schauspieler, die dann jeweils mit ihm auftreten, von Albrecht Ganzkopf und Cornelia Schirmer angefangen, bis zu Hans Löw ist dabei, Katja Danowski und das letzte Paar war Peter Lohmeyer und Anne Weber, genau. Und auch das fand ich großartig und ich bin sehr, sehr angetan von dem Ganzen und ja, kann euch das nur ans Herz legen. Es gibt es bei Radio Bremen als Podcast zum Runterladen, also 9 Hörspiele, ungefähr 20 Minuten, manche so kürzer, manche länger. Und ja, ich fand es sensationell originell und gut gespielt. Ja, es ist erstmal ein sehr interessantes Format, fand ich, mit diesen 3x3. Und also nach den ersten Paaren oder eigentlich nach der ersten Sitzung will man auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Also einmal wie man reingezogen wird und man tatsächlich mit den Leuten da teil. Also ich habe teilweise tatsächlich jetzt nicht mitgefiebert, aber ich habe halt immer gedacht, ja, wie geht das denn jetzt weiter? Und was für schräge Wendungen das dann nimmt. Und diese Figur von dem Kranitz, ich finde den so schräg, der ist irgendwie so schräg erdacht. Also natürlich auch vom Ende her gedacht, was für Ideen der kommt. Das hat mich teilweise schockiert. Ich dachte, ja, hä? Was jetzt los? Hä? Was? Hat er das gerade wirklich vorgeschlagen? Und also gerade an den Stellen fand ich das Ding auch granatenstark. Und ich wusste, ist das wirklich improvisiert? Also das, ja. Also das ist echt der Hammer. Das hätte ich jetzt das nicht gedacht. Das ist wirklich stark. Wusste ich jetzt auch nicht. Also ist das dann noch so? So schreibt Radio Bremen. Also ich gehe mal von aus, also das Altersgrün war damals auch improvisiert. Und da hatte auch nur jeder quasi seine Rolle bekommen, also die Beschreibung, was er für eine Figur spielt und dann wurden die einfach aufeinander losgelassen. Ja, also es wirkt ja sehr authentisch. Dieses Impro-mäßige, das fand ich wirklich auch sehr außergewöhnlich und dass das so gut funktioniert und dass eben, ja, es ist dennoch so flüssig rüberkommt und das Coole an dem Therapeuten fand ich halt, dass eben das alles keine Hexerei ist, sondern dass er eben auch seine Tricks und seine Kumpane hat und seine also das sind wir dann meistens am Ende von der Therapie, gibt es immer einen Anruf bei irgendwem und dann hat er wieder irgendwas gedeichselt und kriegt dann nochmal seinen Vorteil raus und das fand ich auch ganz groß, dass sie eben nicht, dass da, wie gesagt, dass das keine Hexerei ist, sondern dass das alles gut geplant ist von ihm und das war auch sehr, sehr lustig, sehr amüsant, größtenteils, ja. Ja, ich fand also gerade die letzte Story ist halt auch so entlarvend, auch gerade wie es ausgeht und der Kniff, den man ja am Anfang hat mit diesem relativ teuren Betrag und dieser Wette, die man da eingeht, also wenn es klappt, bleibt das Geld hier, ansonsten kriegt ihr es wieder. Das hat ja auch so zieht ja auch den Hörer in so eine Spannungssituation, dass man ja unbedingt wissen will, wie es ausgeht und wie kommt Kranitz aus dieser Nummer raus, dass er das Geld behält. Und das fand ich schon einen cleveren Schachzug und ich bin richtig angetan von dem Ding. Ja, auch sonst nie drauf gekommen. Vielen Dank für den Tipp. Das, genau. Da gucke ich auch nie nach. Bremer Radio, also die habe ich sonst auch nie auf dem Schirm. Ich kannte den Schütte tatsächlich nur als Busfahrer bei Stromberg der Film. Stromberg der Film? Es gab Stromberg der Film? Der Film. Ja, klar. Start-Next-Projekt war das, oder? Ja, genau. Crowdfunding, ja. Das war ja im Kino. Weihnachtsfeier oder Betriebsfeier. Genau. Ja. Betriebsausflug nach zur Zentrale, was weiß ich, irgend so ein Dorf mit Finsdorfreisen. Und da ist er der Busfahrer und daher kannte ich ihn halt und deshalb war und das jetzt nochmal so eine ganz andere Nummer. Beim Tatortreiniger hat man vielleicht gesehen, da war dieser Schulkameradenfolge. Mit Olli Schulz? Stimmt, mit den langen Haaren. Quasi seinen alten Schulkameraden trifft und dann tauchen ja noch die zwei Kumpels auf. Und einer dieser zwei Kumpels ist Schütt.
Ja, geile Folge. Ja, ich kann die nur von, also Altersglühen hat mich ja auch von den Socken geholt damals. Das fand ich so granatenstark. Das fand ich, boah, super. Das ist auch, ja, ist auch wieder sowas hast du die Verfilmung davon gesehen? Nee, wollte ich irgendwie nicht. Gedacht habe, oh nee, das Hörspiel ist so geil. Nee. Ja, das stimmt schon. Ja. Muss dann irgendwie nicht. Ich war das manchmal ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, mit was für also diese Durchschnittsprobleme, die dann total ausatmen. Und was wir, die Lösungsvorschläge, die er da hat, wo du denkst, okay, er macht dann, er soll King Kong machen und sie spielt dann Cameron Diaz oder so, ich weiß irgendwie so eine. Jennifer Aniston. So, ja, genau. Ja. Noch ein bisschen Kill the Boss-mäßig unterwegs dann. Und schön, wie das immer wieder den Dreh kriegt. Gerade in der letzten Folge war ja nach diesem ersten von drei Teilen irgendwie schon alles klar. Und dann sagt er schon, ja, ihr seid ja alle zufrieden. Auch wenn die Lösung jetzt vielleicht nicht das ist, was da so will. Aber der Vertrag heißt ja, ihr habt ein Problem. Das Problem ist gelöst. Ist zwar jetzt anders als gedacht, aber gut, dann ist das so. Und dann habe ich ja meine Kohle und dann aber noch mal so diese Änderung und schön auch, dass man, also ich fand so schön, diese Parkplatzsuche immer am Anfang pro Folge, das ist so ein netter kleiner Gag, also das Bärchen, was dann zum Berater fährt, hat am Anfang immer so eine Parkplatzsuchszene und da, wie da reagiert wird, das ist, da hatte ich schon gedacht, das ist bestimmt improvisiert, aber das gibt schon über die Charaktere so viel Preis, in diesen 10 Sekunden Parkplatzsuche, wie das dann später wird und ich fand es sehr schön. Noch eine, vielleicht eine kleine Geschichte. Ich habe das laut bei mir gehört. Meine Frau war niemand am Lernen und guckt dann immer so. Und dann dachte ich immer so, weil diese Probleme sind ja, das waren ja wirklich so Standarddinger, die man irgendwie aus jeder zweiten, keine Ahnung, aus jeder Beziehung wahrscheinlich kennt über Jahre. Und dann musste ich mich mal rechtfertigen. Nee, alles gut, ich brauche hier keine Tipps. Also ich höre hier, das ist Entertainment. Das ist auch nicht echt. Das ist alles, das ist Hörspiel, das klingt zwar so. Und dann sagt, was macht der denn da jetzt? Hat er das jetzt wirklich vorgeschlagen? So, aber macht man sowas? Weil es ist auch so gut gespielt, dass man es halt glaubt. Ja. Sehr schöner Tipp. Es ist sehr wahrhaftig, finde ich. So. Ja. Und das hat dann auch so einen Wiedererkennungswert eben, wo man, ja, wenn man verheiratet ist oder Beziehung hat und mit seiner Frau jemals im Auto war, dann kommt einem manches nicht so unbekannt. Ja. Genau. Ja, also das Parkplatz, das kenne ich auch, dieses. Ja, ja, aber also die letzten setzen wirklich die Krone auf, wie sich die Charaktere drehen, das ist, das fand ich absolut faszinierend. Wie vor allem von seiner Seite. Wie sich das plötzlich ändert, das ist herrlich und ja, großartig. Ja, der Anruf beim Makler, sehr schön. Ja, wo er dann noch zugeben muss. Der Pedro? Der Pedro war der Pedro war der, der Liebhaber aus Folge 2, ja. Genau. Der Pedro ist auch der Knaller, ja. Ja. Also, ja, ganz toll. Ja. Ich bin schon von der ersten Folge, also mit dieser King Kong Nummer, das hat mir schon auch allein dieses, wie die Ehepaar dann reagieren und wenn du die dann in der nächsten Folge hörst, wo sie das dann quasi hinter sich haben und da auf das finde ich so grandios. Da kann man sich dann auch wiederfinden, also sich allein das vorzustellen, wie das abgelaufen sein mag und wie die zwei jetzt da quasi sitzen, jetzt ohne ihre Maskerade und da wieder so in die Seriosität zurück müssen und jeder sich so ein bisschen peinlich ist, dass er sich da drauf eingelassen hat. Und ja, ich fand das so sehr entlarvend und weil es halt auch einfach so toll ist, dass man so wirklich so relativ greifbare Probleme da nimmt, dann einen riesen Zirkus daraus veranstaltet und am Schluss dann auch zu einer Lösung findet, die dann halt auch wieder irgendwie dann doch überzeugt. Also fand ich schön. So, ihr könnt jetzt noch 10 Sekunden irgendwas dazu sagen, wenn ihr wollt. 10 Sekunden. Ja. Anhören. Kaufen. Kaufen, genau. Nee, geht ja gar nicht. Wer kommt denn dann noch mehr nach? Also ist da irgendwie noch mehr geplant? Das ist so ein Ding, was man wie den Tatortreiniger endlos spinnen kann. Eigentlich, ne? Könnte man eigentlich machen, ja. Das ist eigentlich, böte sich das an. Ich weiß, wie war das denn in der Fernsehserie? Gab es da, wie viele Folgen gab es denn da? Nee, das war auch so ein Film. Ach, ein Film. Der war, und das hat dann auf einem Schloss gespielt, also wo die dann alle quasi in der Gruppe da waren und dann immer so Gespräche mit ihm als Paartherapeuten hatten. Und
Ich habe da aber auch, glaube ich, nur den Schluss, also die letzte Stunde gesehen. Also ich habe den ganzen Anfang nicht verstanden. Mhm. Und das war auch grandios besetzt. Ich glaube, Brambach war dabei. Und war er auch dabei? Anke Engelke. Ja, ja, er hat den Therapeuten gespielt. Er hat auch einen Paartherapeuten gespielt, okay. Und war denn noch hier der eine Tatort-Kommissar aus Saarbrücken, wie heißt der? Dennis? Nee. Oh, Gesicht habe ich aber Namen nicht. Also. Ja, ihr wisst, wen ich meine. Der, ja. Mhm. Jo. Ja. Ja, wir sind durch. Das war's, Ortett. Das Quartett ist komplett. Genau. Genau. Irgendwelche abschließenden Worte? Nein. Ich muss jetzt mein King Kong-Kostüm suchen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Er muss in die Reinigung, ne? Da muss dringend mal. Mm. Ja, genau. Ja. Ja. Merkt man, dass man immer, immer fetter wird, merkt man am King Kong-Kostüm. Ja. Ja, der Podcast für Erwachsene. Ja. Das ist für Erwachsene, genau. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. War wieder sehr, sehr schön. Ja, und gerne wieder im, wann auch immer, im nächsten Quartal wahrscheinlich dann, ne? Gucken wir mal. Ja, kriegen wir hin. Na denn? Quartal, das gab mal das Konzept, ein helliger Quartal. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ne? Egal. Genau. Ja. Anke hat Zeit. Ja. Ein Running Gag. Genau, das müssen wir jetzt jedes Mal am Schluss erzählen. Okay, dann wisst ihr jetzt, ist soweit, okay, das ist notiert. Alles klar. Na denn, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.